Du erfährst die 50 Lektionen zum Reichwerden aus 93 Jahren Weisheit von Warren Buffett, einem der reichsten Menschen der Welt und dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten. Die besten Lektionen sind für mich persönlich die Nummer 1 und die Nummer 47. Schreib mir gerne deine Lieblingslektion am Ende des Videos in die Kommentare. Ich bin gespannt, welche Lektion die meisten Stimmen bekommt. Der Unterschied zwischen erfolgreichen Menschen und sehr erfolgreichen Menschen besteht darin, dass sehr erfolgreiche Menschen zu fast allem Nein sagen. Erst wenn die Ebbe kommt, erkennt man, wer nackt schwimmen war. Es ist nicht notwendig, außergewöhnliche Dinge zu tun, um außergewöhnliche Ergebnisse zu erzielen. Wenn du Dinge kaufst, die du nicht brauchst, wirst du bald Dinge verkaufen müssen, die du brauchst. Wenn du keinen Weg findest, im Schlaf Geld zu verdienen, wirst du bis zu deinem Tod arbeiten. Letztendlich gibt es eine Investition, die alle anderen übertrifft. Investiere in dich selbst. Sag mir, wer deine Helden sind und ich sage dir, wie du werden wirst. Arbeite für die Person, die du am meisten bewunderst. Du musst im Leben nur ein paar Dinge richtig machen, solange du nicht zu viele Dinge falsch machst. Ich versuche nicht über 2 Meter Hürden zu springen. Ich suche nach 30 Zentimeter Hürden, die ich einfach übersteigen kann. Wenn du wartest, bis du alles weißt, ist es zu spät. Der dümmste Grund der Welt, eine Aktie zu kaufen, ist, weil sie steigt. Ein Idiot mit einem Plan kann ein Genie ohne Plan schlagen. Es ist besser, sich mit Menschen abzugeben, die besser sind als du. Wähle Begleiter aus, deren Verhalten besser ist als deines, und du wirst in diese Richtung driften. Die Vorhersage von Regen zählt nicht, der Bau der Arche schon. Wenn du nicht bereit bist, eine Aktie für 10 Jahre zu besitzen, denke nicht einmal daran, sie für 10 Minuten zu haben. Regel Nummer 1: Verliere niemals Geld. Regel Nummer 2: Vergiss niemals Regel Nummer 1. Du solltest einen Job wählen, den du selbst dann ausüben würdest, wenn du bereits unabhängig vermögend wärst. Der Preis ist das, was du bezahlst, der Wert ist das, was du bekommst. Lesen könnte die beste Sucht sein, die man haben kann. Der einzig nachgewiesene Nebeneffekt ist Fantasie und ein Vorsprung an Wissen. Zeit ist der Freund des wunderbaren Unternehmens, der Feind des Mittelmäßigen. Die wichtigste Eigenschaft für einen Investor ist sein Temperament, nicht sein Intellekt. Niemand kann dir nehmen, was du in dir hast, und jeder hat ungenutztes Potenzial. Es scheint eine verrückte menschliche Eigenschaft zu geben, die gerne einfache Dinge schwierig macht. Investiere niemals in ein Geschäft, das du nicht verstehst. Sei ängstlich, wenn andere gierig sind, und gierig, wenn andere ängstlich sind. Wir müssen nicht klüger sein als die anderen, wir müssen disziplinierter sein als die anderen. Hören Sie auf zu versuchen, die Richtung des Aktienmarkts, der Wirtschaft oder Wahlen vorherzusagen. Die Reichen investieren in Zeit, die Armen investieren in Geld. Die Ketten der Gewohnheit sind zu leicht, um sie zu spüren, bis sie zu schwer sind, um sie zu brechen. Du musst die Kontrolle über deine Zeit behalten, und das kannst du nur, wenn du Nein sagst. Du darfst nicht zulassen, dass andere deine Lebensplanung bestimmen. Ehrlichkeit ist ein sehr teures Geschenk. Erwarte sie nicht von billigen Leuten. Es dauert 20 Jahre, einen Ruf aufzubauen, und 5 Minuten, um ihn zu ruinieren. Wenn man darüber nachdenkt, handelt man anders. Es ist besser, ungefähr richtig zu liegen, als genau falsch. Gelegenheiten kommen selten. Wenn es Gold regnet, stelle den Eimer raus, nicht den Fingerhut. Ich habe gelernt, nur mit Menschen ins Geschäft zu gehen, die ich mag, denen ich vertraue und die ich bewundere. Ich versuche, in Geschäfte zu investieren, die so wunderbar sind, dass ein Idiot sie führen kann, denn früher oder später wird das auch einer tun. In der Geschäftswelt ist der Rückspiegel immer klarer als die Windschutzscheibe. Jemand sitzt heute im Schatten, weil jemand vor langer Zeit einen Baum gepflanzt hat. In der Geschäftswelt sind die Menschen am erfolgreichsten, die das tun, was sie lieben. Prognosen können ihnen viel über den Prognostiker verraten, sie sagen ihnen jedoch nichts über die Zukunft. Risiko entsteht, wenn du nicht weißt, was du tust.
Wenn die Vergangenheit alles wäre, was man braucht, um das Spiel mit dem Geld zu spielen, dann wären die reichsten Menschen Bibliothekare. Wenn du nicht erkennen kannst, auf wessen Seite jemand steht, dann steht er nicht auf deiner Seite. Das Leben ist wie ein Schneeball. Es kommt darauf an, nassen Schnee zu finden und einen sehr langen Hügel. Ich könnte Ihr finanzielles Wohlergehen verbessern, indem ich Ihnen eine Karte mit nur 20 Feldern gebe, sodass Sie 20 Stempel haben, die alle Investitionen repräsentieren, die Sie in einem Leben tätigen dürfen. Spiele werden von Spielern gewonnen, die sich auf das Spielfeld konzentrieren, nicht von denen, deren Augen am Spielstand kleben. Egal wie groß das Talent oder die Anstrengung ist, manche Dinge brauchen einfach Zeit. Man kann nicht in einem Monat ein Baby zeugen, indem man 9 Frauen schwängert. Spare nicht, was nach dem Ausgeben übrig bleibt, sondern gib aus, was nach dem Sparen übrig bleibt. Solltest du dich in einem chronisch undichten Boot befinden, ist es wahrscheinlich besser, deine Energie zu nutzen, um das Boot zu wechseln, anstatt deine Energie in das Flicken von Lecks zu stecken. Welches dieser Zitate wird dein Leben am meisten beeinflussen? Welches hat dir am besten gefallen? Schreib's gerne unten in die Kommentare. Wie Warren Buffett die besten Aktien der Welt findet, mit denen er ein Vermögen aufgebaut hat und wie du dieses System auch nutzen kannst, das erfährst du im Video auf der linken Seite.